2007 sah er sie zum ersten Mal. Eine Kolonie Seepferdchen fand der Profitaucher Vassilis Mentoyannis in einer entlegenen Bucht Griechenlands. Sie faszinierten ihn derart, dass er sich seitdem für ihren Schutz einsetzt. Mit der Hilfe von Meeresbiologen hat Mentoyannis vor der Halbinsel Chalkidiki einen künstlichen Lebensraum für die durch Überfischung bedrohte Tierart geschaffen. Er baute ein Labyrinth aus Seilen, Netzen und künstlichen Pflanzen. Es muss etwas zu ihrem Schutz unternommen werden, das ist sicher. Wir sprechen über ein sehr kleines Areal und was wir im Moment tun können, ist die Fischerboote fernzuhalten. Die Forscher sind überrascht über die offenbar andauernde Anwesenheit der Seepferdchen. Zwar gibt es reichlich Nahrung, doch der Meeresboden ist karg. Es ist ein einmaliges Phänomen. Diejenigen, die mit uns getaucht sind, sind wirklich begeistert, wenn sie die Seepferdchen gesehen haben. Denn es gibt kein vergleichbares Gefühl, wenn man taucht.